Bevor mich jetzt Animus hier fast mit seinem wirklich durchdringenden, durchlöchernden Blick anguckt, gehen wir in die Banana Bars. Also Ondro ist eher derjenige, der so ein bisschen netter noch guckt. Und Animus will dich einfach auffressen. Das sind die beiden Kollegen, die dich irgendwie in der Pause dann nach deinem Pausenbrot fragen. Und er bekommt schon ein schlechtes Gewissen, Ondro, und denkt sich so, oh Mann, wir haben den Jungen die Woche schon 5-mal um sein Mittagessen abgerippt, ne? Lassen wir doch heute mal an dem Freitag sein Pausenbrot ihn essen, so. Und Animus denkt sich so, scheiß drauf. Banana Bars, 4 Minuten 4, liken, support. Kamord produziert ist der Bums von Kid Patron. Bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Animus, schöne Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's gut. Ondro, ich hoffe, dir geht's gut, mein Gott. Banana Bars. Warum der Name? Kann mir das jemand beantworten? Abfahrt. Wer hat eigentlich Mario Kart gezockt? Diese Banane erinnert mich geisteskrank dran, ohne Witz. Mario Kart, auch so ein Game wie FIFA oder sowas, wo Freundschaften wirklich hardcore zerbrechen können. Ernsthaft, ohne Witz. Ich habe nie wirklich aktiv Mario Kart gezockt, aber wenn du mal in so einer kleinen Runde mit Kumpels bist und jedes aus Spaß mal anfangen, nach dem Motto, hey, guck mal, lass mal aus Spaß so ein, zwei Runden zocken. Das wird genau so lang Spaß bleiben, bis du mal irgendwie ein Rennen gestartet hast. Beat, ganz interessant. Warte mal, ich muss Beat nochmal ganz kurz hören, sorry. Ich sag euch ehrlich, ich höre da ein bisschen Chemo auch drauf, so. Bisschen nur. Ich habe von dem Song noch gar nichts gehört. Ich höre da so bisschen Chemo drauf, auch so ein bisschen Kopfnicker-mäßig. Chemo auf so einem Ding wäre krass. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal Animus featuring OG Chemo. Könnte auf jeden Fall auch rein von der Lyrik könnte es auf jeden Fall gut passen. So rein von der, wie soll ich sagen, rein vom Niveau her. Wie soll ich meinen? Rein vom Niveau der Lyrik her könnte es auf jeden Fall bei beiden gut passen. Der erste Rapper, den selbst Chemo hört und vor seinen Brüdern wie ein Nerd im Beamer schwört. Bei Gott, der hat den Beat zerstört. Das Beast ist back und zieht durch Rap-Gebiete wie ein Mac und beheadet die miesen Ex. Per Track, so wie ein's Curse, mein Neck, ich bin nicht. Curse auch, also ich glaube, warte mal ganz kurz, wir reden über Chemo, jetzt droppt er hier direkt in der ersten Zeile irgendwie so ein Chemo-Ding und wenn man Animus so ein bisschen verfolgt, weiß man auch, dass er Chemo unglaublich schätzt und feiert so und er wurde, glaube ich, auch in einer der letzten Fragerunden gefragt, was so sein Lieblingsalbum ist, also das beste Album aller Zeiten, dann hat er irgendeins von Curse genannt, dann habe ich mir überlegt, ey, was ist eigentlich mein Lieblings-Deutschrap-Album so? Und die Frage kann ich euch weitergeben, Chat und die Leute, die später auf YouTube sehen, was ist euer Lieblings-Deutschrap-Album? Schreibt es mir gerne mal ehrlich in die Kommentare. Ich habe überlegt und ich bin zum Entschluss gekommen, wenn ich es noch ein paar Jahre höre, dann Mann beißt Hund von Chemo. Ich habe selten oder noch nie eigentlich was Krasseres gehört. Dann habe ich mir aber eigentlich gedacht, ey, eigentlich ist Embryo oder Mama von Motrip noch krasser so. Hat jemand mal Mama von Motrip gehört? Ein unglaublich geniales, grandioses Album. Wenn nicht, hört sich gerne mal an. Mit so viel Facetten in der ganzen Produktion, im ganzen Album, so viel unglaublich gute, zeitlose Songs. Und das macht für mich ein Album wirklich zu einem starken Album erstmal. So zeitlose Songs. Ich brauche kein Album, das ich nach 2 Wochen durchgehört habe und nach 3 Wochen keinen Bock mehr drauf habe, sondern so ein zeitloses Ding. Geisteskrank. Zieht durch Rap-Gebiete wie ein Mac und beheadet die miesen Expert-Tracks so wie. Und beheaded. Jens Curse, mein Neck, ich bin nicht abergläubig. Ich find nur Straße räudig, denn Jungs haben häufig keinen Abschluss. Doch ihr Benehmen wird zu einem Armutszeugnis prahlen wie Marionetten mit Clan-Connections. Ich trage keinen Schmuck und dennoch hole ich die Nahrungskette. Doch eine Frage. Ist schon krass, also das ist ja schon immer irgendwie gang und gäbe bei Deutschrap gewesen, so dass man irgendwie mit Rücken und Hintermännern prahlt und sowas. Und ich stell mir auch gerade Animus ohne Bart vor. Stell dich mal Animus wirklich ohne diesen Vollbart vor. Stell dir mal vor, sein Gesicht hätte ja eine ganz andere Form. Das würde ja hier irgendwie. Verdammt, Mann. Aber der Bart ist schon mächtig, sag ich. Der glänzt auch so ein bisschen, ne? Marionetten mit Clan-Connections. Ich trage keinen Schmuck und dennoch hole ich die Nahrungskette. Doch eine Frage, was reimt sich auf Feigenblatt? Chat, was reimt sich auf Feigenblatt? Vielleicht einzelhaft, okay? Erinnert mich so ein bisschen an Ronin, wo Animus das erste Mal auf der CCM-Platte vorgestellt worden ist. Doch was ist eine in einem Livestream? Einfach eine... In einem Livestream und dann kommt quasi Animus rein irgendwie. Einzelhaft. Oder Patrick ist jetzt eingeschnappt, denn ich ficke Freitagnacht seine Mutter in der Uniform des Polizisten, den der kleine Spaß als Fanboy bezeichnet hat und werf ihn in den Leichensack. Ey, Mann, also es war ja eigentlich klar irgendwie. Wie bei den Knabenbars, da war es noch offensichtlicher, aber auch hier bei den Bananabars geht es ja auch wieder direkt irgendwie in Richtung... MC Sonnenbrand, so nennen wir ihn jetzt einfach mal. Jeder, der den Podcast von Animus verfolgt oder generell seine Storys verfolgt, weiß, wer MC Sonnenbrand ist. Und den hat er ja auch hier mit bürgerlichem Namen gerade schon einmal erwähnt. Ich heiße auch so mit bürgerlichem Namen, aber er meint mich nicht, okay? Beruhigt euch. Wir haben uns da auch in den letzten Animus-Folgen gottlos drüber lustig gemacht, ohne Witz, wo ich schon gedacht habe, oh je, jetzt kriege ich auch Anrufe. Bis heute, ich klopfe auf Holz dreimal, bis heute habe ich keinen einzigen Anruf von dem Kollegen bekommen. Ich habe von anderen Leuten so ein paar Nachrichten bekommen, von dem Kollegen tatsächlich noch nicht. Aber brauche ich auch gar nicht. Mein
mein Gott, ne? Wieso nicht gleich Karottenbars? Habe ich mich auch. Wieso Bananabars eigentlich? Kriegen wir vielleicht noch raus, aber Karottenbars hätten. Oder wär's zu offensichtlich, aber hätte eigentlich gut gepasst. Und des Polizisten, den der kleine Spaß als Fanboy bezeichnet hat und werf ihn in den Leichensack. Für mich ist deutscher Rap ein Flatrap-Hof, ein Drecksbordell, bei dem ich vorher in die Hände spuck und dann die Zeche prell. Nachdem ich sie benutzt hab, angespuckt und auch kaputt schlag mit ner Laune, so als hätte ich Geburtstag. Ich hab keine Empathie für dieses Game, ich spür alles andere als Endorphine. Lebe in der Wüste mit nem Vollbart wie ein Beduin und übergieß nen Pädophil. Auch guck mal, hier Reime direkt wieder geil. Ich spüre alles andere als Endorphine. Lebe in der Wüste mit einem Vollbart wie ein Beduin. Ist auch brutal. Guck mal, ich glaube, rap-technisch habe ich. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt: Ey, stell euch mal Animus und Kimo auf so einem Ding vor. Es würde rein lyrisch extrem, extrem gut passen, glaube ich. So, beide haben ihre eigene Art und Weise zu rappen, so. Und gerade Kimo ja auch so eine ganz, ganz andere. Aber ich glaube, das könnte schon eigentlich ganz gut passen, so. Und ich brauche endlich mal wieder so ein, wie soll ich sagen, so ein Jam-FM-Ding von Animus, ne? Ich habe mich auch im Podcast mit ihm über so diese Jam-FM oder generell Freestyles in Anführungsstrichen. Da muss man auch vorsichtig sein, was ein Freestyle ist, was nicht Freestyle ist, was vorgeschrieben ist und so weiter und so fort. Habe ich mich auch darüber unterhalten. Ich brauche wirklich mal wieder so ein Jam FM oder so Big FM Exclusive oder sowas. Bist du mit einem Vollbart wie ein Beduin und übergießt einen Pädophil mit Kerosin über Fein im SUV in der Farbe vom Bettmobil. Würde ich auch so machen. Sympathische Zeile würde ich genauso machen. Ich würde auf dem Beifahrersitz sitzen und Animus sagen, ey Bro, nochmal kurz Rückwärtsgang, nochmal drüber, nochmal ein bisschen vor, nochmal rüber. Einfach, sage ich ehrlich, wie es ist, ekelhafte Menschen. Red mir nichts vom Marketing, mit Stars auf Partys chillen, ist mir Schwanz, sag halt den Arschgesicht, dann bleibt mir auf Distanz. Ein Mann im Kleid mit Straps im Make-up in der Dame und Kleide findet Akzeptanz, aber ein Achinkadora macht ihn Angst, fast so lächerlich wie... Guck mal, ich möchte auch nicht zu krass drauf eingehen, so, ne? Was heute alles an Akzeptanz gewinnt oder akzeptiert wird oder sowas, aber... Und ich weiß, wenn ich jetzt da irgendwie das Thema aufmache, habe ich die nächsten Tage LGBTQ plus minus geteilt Wurzel von Leute in meiner DM und die werden dann auch nicht mehr rausgenommen, mich bombardieren damit. Aber was da teilweise toleriert wird, dass man jetzt sein Geschlecht einmal pro Jahr ändern kann, dass es unendlich viele Geschlechter gibt... Und dass die Janina 13 aus Berlin im vierten Monat ein Wolf ist oder sowas. Und dass der Bruder, keine Ahnung, um die Ecke auf einmal so 5 Namen hat und 4 davon irgendwie ausgedacht sind, so. Also was da, Real Talk, was da teilweise bei uns heutzutage abgeht, so auf dem... Es gibt da so eine Art kleines Fest mit 3 Buchstaben, wo sich Leute als ganz wilde Sachen identifizieren und dann auch... Diese eine Flagge, diese Fahne hochhalten. Jeder wie er möchte, mein Gott, jeder wie er möchte. Aber was da teilweise auch auf TikTok und so weiter abgeht und was wir da akzeptieren müssen teilweise, ist schon ganz schlimm. Die alle macht im Netz auf Robin Hood und geht im Viertel. Oh, wow, 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 wer? Inkadora macht ihn Angst, fast so lächerlich wie alle. Macht im Netz auf Robin Hood und geht im Viertel rum mit Kamera und filmt paar Obdachlose an dem tiefsten Punkt. Empfindet, wenn er Geld verschenkt und sie ihn dafür lieben. Durch die Macht ihrer Erniedrigung eine rauschende Befriedigung. Doch ich glaube, das war einer der ersten Themen, die ich mit ihm bei dem Podcast besprochen habe. So diese ganze Geschichte um Mois. Ich glaube, ich nenne einfach mal so das Kind beim Namen so. Ich denke, das ist vollkommen okay. Mois ist ja auch nicht mal aktiv auf YouTube, glaube ich. Nachdem er die Robin Hood-Schiene durchgezogen hat, die auch ganz gut gelaufen ist, hat der Maestro, sein langjähriger bester Freund vermeintlich, ein unglaublich zerstörendes Statement rausgebracht. Infolgedessen hat Mois quasi ihm den YouTube-Kanal geschenkt. Und seitdem ist er quasi seit einem guten Jahr fast, oder nein, knapp ein Jahr, halbes Jahr oder sowas, komplett stillgelegt. Aber auch so Content, irgendwelchen Obdachlosen, irgendwelche Geschenke machen, Geld geben oder sowas, vermeintlich gute Sachen tun, dann aber krampfhaft die Kamera irgendwie draufhalten, so nach dem Motto, ey, guck mal noch ein bisschen in die Kamera, damit die Leute wirklich sehen, dir geht's jetzt gut nach meiner Spende und so weiter und so fort, ist wirklich, da hätte er lieber, keine Ahnung, bei seinem Entertainment, Comedy, nicer Scheiß oder so, bleiben können, so wisst ihr, ich mein, Real Talk. Sieh die Ironie, du Hund, wärst selber gerne Rapper, also wirst du in der deutschen Hip-Hop-Szene zu einem Bettler, bläst bei jedem für ein Feature, denn die Katze ist am Ende, darum klingt auch jedes Feature, das du kriegst wie eine Spende. Harte Bars gegen Mois, aber mein Gott, ne, er hat sich irgendwie dieses Grab da selbst geschaufelt so ein bisschen. Ich verfolge ihn gerade auch gar nicht, ich weiß gerade gar nicht, was er macht. Ich habe ihn letztens auf TikTok auf einmal gesehen und da landet irgendwie jeder, bei dem es nicht mehr so gut läuft. Aber ich weiß auch nicht ganz genau, was Sunnys Plan dahinter war, Mois bei BBM zu sein. Und ich glaube, Sunny hat mit Mois sich mehr Arbeit gemacht, als irgendwie,
als er irgendwie Profit rausschlagen kann. Ich meine, ich glaube, Sunny macht alles. Sunny schreibt ihm irgendwelche Sachen, sagt ihm noch, hey, rap das mal so und so und so. Macht da vielleicht noch Ghost-Spuren, rappt es davor mal ihm ein, damit er es einfach so nachrappt. Da muss er die Sachen noch tunen, weil sonst kann sich das ja kein Mensch anhören so. Ich glaube, Sunny hat sich mit Mois keinen großen Gefallen getan, oder Chat? Genug vom Bussiklett, um weiter zu nem Bello. Wurde gedisst von einem Hurensohn, er nannte sich Barello. Ficke seine Mutter in der Position von einem Kelbo. Was sie schlucken, wird es von der Farbe so wie Raffaello. Es wäre so lustig, wenn sich Barello davon triggern lassen würde und irgendwie so ein Ich zerstöre jetzt Animus in neue Diss-Track oder sowas. So wie Barello, also ich weiß nicht. Barello ist so eines der besten Beispiele dafür, dass man im Jahre 2023 talentlos Fame werden kann. Wenn ich mich da jetzt irgendwie vor 1000 Leuten in einen TikTok-Livestream setze und irgendwie um Geschenke bettle, ich weiß nicht, ob das Fame ist oder ob das einfach nur ekelhaft und lächerlich ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, das sind erwachsene Leute. Es gibt auch andere TikToker, die vielleicht fast noch schlimmer sind, aber Barello ist auch schon schlimm so. Es sind erwachsene Leute. Ihr müsst euch das vorstellen. Das müsst ihr euch immer vor Augen halten, wenn ihr irgendwie in einen Livestream von TikTok reingeht. Nicht jeder Livestream ist so, aber überwiegend sind es erwachsene Leute, die vor ihrer Handykamera sitzen, gerade so TikTok installiert bekommen haben und ihren Account noch irgendwie erstellen konnten, ne? Ihren Enkel wahrscheinlich noch fragen mussten, ey, wie geht das und das und das? Sich dann vor die Kamera setzen und für Geschenke betteln oder um Geschenke betteln. Und Geschenke sind immer echt Geld. Barello hat maximal eine Gehirnzelle. Glaube ich auch. Und selbst die gibt gerade den Geist auf. Groß mit Kosovaren im Revier. Mein bester Freund kämpfte damit, der mit 16 Jahren nicht abgeschoben wird. Und ich versteckte ihn, er seine Duldung ablief nachts bei mir. Und jetzt wird das vorgetäuscht von einem Masrara wie dir, ha? Huh? Dann täuscht du... Bro, warum sitzt Ondro da mit schusssicherer Weste, Bro? Ist es bei... Müsste auch bei Ondro irgendwo sein, ne? Also da wurde ja auch das Cover zu den Knabenbars irgendwie geschossen, so. Ondro auch miese Maschine, was so Fotos und Videozeug und so weiter angeht. Aber warum sitzt er da mit der schusssicheren Weste, Bro? Gib's vor, als wäre das Entertainment. Höhenflüge so wie dein haben wir schon tausendmal gesehen. Früher oder später brechen deine Flügel und es kracht. Und wer auch immer dich dann ficken wird, ist absolut im Hack. Gib mir ein Mic und ich drop allein. So plötzlich platzen Hobby-Hypes. Gangster tun auf Rocky 3, doch neben Eisen Doggy-Styler. Was war Ondro da, Bro? Ich hab gedacht, Bro, ich war gerade ein bisschen im Naruto-Film. Ich dachte, er macht kurz Jutsu oder sowas. Bro, was macht er da für? Was macht er da für Handzeichen? Wie auch immer, irgendwann werden die Flügel brechen und wir haben schon tausende so hochfliegen sehen und es stimmt leider immer mehr so. Gerade auf einer sehr schnelllebigen Plattform wie TikTok wird auch dieser Hype von Barello irgendwann zwangsläufig in die Brüche gehen. Ich weiß gar nicht, er ist, glaube ich, gar nicht mehr so überkrass am Start. So, natürlich hat er immer seine 1000, 2000 Zuschauer, aber wer hat nicht 1000 Zuschauer bei einem TikTok-Livestream? Ich meine, keine Ahnung, selbst die Oma von nebenan, die live geht und irgendwie welche Sachen strickt oder sowas, hat 200 Zuschauer. Wie soll ich meinen? Am besten oder die einfachste Möglichkeit ist, diese App einfach zu löschen. Aber auch bei ihm wird es irgendwann vorbei sein. Und die Person, die ihn dann dafür, ne, hops nehmen wird, ist absolut im Recht, wie Animus schon sagt. Hopp allein zu plötzlich platzen, Hobby. Hypes, Gangster tun auf Rocky 3, doch nehmen Eisen Doggy Style, alle wollen Straße sein. Gangster machen auf Rocky 3, doch nehmen Eisen Doggy Style. Da würde mir jetzt einer einfallen, so. Ich möchte den Namen da auch gar nicht mehr nennen, weil der Bruder hat sich komplett selbst ins Aus katapultiert, ne? Testfrage, wer ist die Person im Hintergrund? Ich denke, Ice Cube, oder? Hobby-Hypes, Gangster tun auf Rocky 3, doch nehmen Eisen Doggy Style. Alle wollen Straße sein und netten lieber ihre eigene Tochter im Bordell als ihren Sohn bei der Polizei. Die Moves, die ich kriege, lassen Cruise salutieren. Man wollte mich ruinieren, doch Herr, ich hab zu viel investiert. Lass diese Dudes selbst blamieren. Ich hab gelernt, dass es sinnlos mit einem Vollidiot von Dayus über Namus zu diskutieren. Ich trinke einen Smoothie beim Barbier und bin loyal zu meiner Frau. Als statt eine Pussy zu posieren, lasse ich Groupies observieren. Sie gehen in Deckung, als shoote ich Kugeln über das Papier 20. Guck mal, auch wieder, das rappt generell brutal gute Reime drin, aber ich möchte nicht immer stoppen, die Reaktion geht schon lang genug, mein Gott, ne? Aber guck mal, wie das hier rappt. Pussieren lasse ich Groupies observieren, sie gehen in Deckung, als shoote ich Kugeln. Sie gehen in Deckung, als shoote ich Kugeln, das ist auch brutal, auch als shoote ich Kugeln, das lässt sich auch irgendwie voll geil rappen, so. Sie gehen in Deckung, als shoote ich Kugeln über das Papier oder sowas. Digga, es ist rap-technisch halt schon mehr als gut, sagen wir mal so. Und jeder, der sich da irgendwie jetzt angegriffen fühlt, von einem MC Sonnenbrand bis Barello, die sollen jetzt mal irgendwie sich ein Beat picken und dagegen schießen, Bro. Ich hätte schon Bock drauf. Vielleicht machen die auch so Feature zusammen. MC Sonnenbrand, Mois, Barello, so, wisst ihr, ich meine? Vielleicht machen die so ein Feature zu dritt und machen dann so die Antwort auf die Bananabars. Über das Papier 20 Jahre im Game, doch hungrig wie ein Rookie of the Year. Okay, ja. Nimmst du auf? Okay. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, bitte folgt. Wie heißt der Channel, Bruder?
Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal, ja, okay. Aber aktiviert die Glocke, okay, und hinterlasst deinen Kommentar. Okay. Aktiviert den Kanal? Nee. Nein. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, heißt es einfach. Also man kann auch die Glocke abonnieren, aber eigentlich abonniert man den Kanal und aktiviert die Glocke dabei. Der Beat ist auch gesampled von New York State of Mind von Nas. Echt jetzt? Folgt dem Kanal, aktiviert die Glocke und lass deinen Kommentar. Lass deinen Kommentar da. Und dann mein Auge. Sag dir. Okay, warte. Lass deinen Senf ab. Okay, jetzt müssen wir ruhig sein. Warum diese schusssichere Weste überhaupt, Ondro? Konzentrieren, Alter. Okay, warte. Okay. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, folgt dem Kanal, aktiviert die Glocke und hinterlasst einen schönen Kommentar, damit wir noch mehr für euch machen können. Vielen Dank. Okay, jetzt macht das ohne die Kamera. Digga. Was war da? Digga. Was, Bro, was war? Was war da? 是一个很好的 gutes Team, so generell Animus und Ondro sowieso. Jeder, der da sonst mitgewirkt hat, unglaublich gutes Ding wieder geworden, ohne Witz. Super viele Namen wurden wieder erwähnt, irgendwie trotzdem noch lustig gestaltet, gerade auch zum Ende hin. Super gut, wirklich.